Eingesperrt von Stein, umgeben von nichts. In dieser super besonderen Minecraft-Welt werde ich versuchen, das Spiel durchzuspielen. Eine unfassbar extreme Aufgabe, die ich schaffen möchte. Lasst auf jeden Fall für den Aufwand dieses Videos einen Like da. Abonniert diesen Kanal, sein einziger Klick und würde mich riesig unterstützen. Und ganz viel Spaß mit dieser XXL-Challenge. Könnte eine Sache sein, die ich bereuen werde. Ich bin in einer neuen Minecraft-Welt. Ja, auf Höhe minus 62. In einem 1x1 großen Bereich. Ich kann mich selber nicht mal richtig angucken. Ich muss mich so angucken im Inventar. Ich werde mit euch gemeinsam versuchen, in einer extremen Challenge Minecraft durchzuspielen, ohne dabei nach unten zu gehen. Sollte sich meine Y-Koordinate weiter verkleinern, werde ich sofort sterben. Sie darf nur nach oben gehen. Eine Challenge, die ich vor Jahren mal angefangen habe, nie geschafft habe, damals nach 15 Stunden im End gestorben bin. Das Ganze soll ein Ende haben. Ich möchte das Ganze jetzt schaffen. Das Interessante, wir sind ja mittlerweile in 2024. Jetzt gibt es hier Deep Slate. Das macht es nochmal ein bisschen interessanter. Und ich habe damals Holz am Anfang gehabt. Ich habe mir gedacht, wir machen es extremer. Ich verzichte direkt am Anfang auf Holz und starte mit nichts. Ich muss mich mit der Hand durch diesen Stein prügeln. Ich habe absolut keine Ahnung, warum ich das tue. Es ist unfassbar krass, aber ich habe ehrlich gesagt doch schon auch ein bisschen Bock darauf. Sollte euch das Ganze gefallen und ihr drückt mir hoffentlich die Daumen, dann lasst unbedingt einen Like da. Ist ein einziger Klick, würde mich riesig unterstützen. Genauso würde mich auch ein Sub auf diesem Kanal sehr freuen. Ist auch nur ein einziger Klick, freut mich riesig. Eventuell schaffen wir irgendwann die 2 Millionen Abonnenten? Fragezeichen, wäre cool. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr mehr von solchen sehr, sehr extremen Challenges sehen wollt. Ich sag euch ehrlich, erstmal müssen wir es irgendwie schaffen, dass, wir jetzt hier rauskommen. Ich befinde mich momentan halt bei 0-0 und ich darf natürlich auch nach oben gehen. Weswegen sollte ich aber sehr damit aufpassen, nach oben zu gehen? Liegt ganz simpel daran, wenn ich zu oft nach oben gehe, könnte es rein theoretisch sein, dass ich halt einen Stronghold verpasse oder irgendetwas anderes, was es hier im Untergrund gibt, was mir halt sehr viel bringen könnte. Ich könnte mich jetzt auch nicht einfach direkt nach oben begeben, auf Höhe, naja, so auf Höhe 70 und mir ein paar Bäume holen, weil wenn ich Minecraft durchspielen möchte, muss ich hier unten einen Stronghold finden, denn das ist die einzige Möglichkeit für mich ins End zu kommen. Und wenn ich einmal ganz oben bin, komme ich nie wieder hier nach unten. Das heißt, wir werden eigentlich die gesamte Challenge heute mehr oder weniger in Stein bleiben. Ich liebe aber solche Challenges, in denen man extrem viel grinden muss, in denen man sich viele Gedanken machen muss, um Taktik, ums Überleben, weil wir werden auch nicht so schnell an Essen kommen. Wir werden auch nicht so schnell an Holz rankommen. Wir müssen uns auf jeden Fall dafür was einfallen lassen. Und ich glaube, die erste große Veränderung wird tatsächlich sein, weil ihr es ja selber seht, hier ist überall nur Bedrock. Wir müssen hoch auf Höhe minus 61. Das dürfen wir, das ist vollkommen okay. Machen wir. Aber dann werde ich nicht mehr in der Liegeposition sein und ich komme dann auch nicht mehr so schnell in die Liegeposition. Nun ja, wir werden ja sehen. Was jetzt ärgerlich ist, wir werden nicht mehr so schnell in diesen Kriechmodus kommen. Ja, wir müssen jetzt dadurch mehr Blöcke abbauen. Und wir haben eine neue Höhe. Minus 61, absoluter Luxus. Aber ja, wir müssen uns jetzt hier für den Anfang wahrscheinlich auch erstmal häufiger nach oben bauen. Den Stronghold werden wir wahrscheinlich nicht auf Höhe minus 61 suchen. Und ich sag euch ehrlich, durch meinen Kopf gehen so einige Sachen. Wie zum Beispiel, gehe ich hier für den Anfang so weit direkt nach oben, dass gar kein Deep Slate mehr ist? Gehe ich direkt auf Höhe 5, also ins Positive, und habe nur Stein? Cleanstone geht halt deutlich schneller abzubauen als Deep Slate, der halt mit der Hand wirklich sehr, sehr lange dauert. Wir gehen direkt auf die minus 59. Warum soll ich mich hier noch weiter mit dem Bedrock rumschlagen? Wir müssen weiter nach vorne gehen. Und erstmal wird unsere Mission daraus bestehen, dass wir hier was finden. Es gibt rein theoretisch die Möglichkeit, dass wir halt eine größere Höhle finden. Und ich habe gerade was gehört. Jeder Klang, jedes Geräusch ist unfassbar viel wert. Und ich glaube, ich höre eine Fledermaus. Eventuell sollten wir Subtitles anmachen. Oh, da war sie. Wir haben den Beweis. Also ich sag so viel. Eine Höhle direkt am Anfang könnte unfassbar wichtig sein, weil wir halt damit auch viel, viel schneller an Monster rankommen könnten. Und so ein Zombie, ich glaube, so ein Rotten Flash wird für den Anfang unsere erste Essensquelle sein. Und ich glaube, ich nehme das Ganze hier jetzt echt erstmal auseinander. Ich baue mal hier fleißig weiter um mich herum erstmal ab. Ja, kurzes Update hier in Mission Stein. Ja, also bis jetzt noch nichts anderes außer Deep Slate entdeckt. Also ich werde mich ehrlich gesagt sehr darüber freuen, wenn wir es mal schaffen sollten, was anderes als Deep Slate zu sehen. Und ich glaube, wir bewegen uns mal noch ein Stückchen weiter nach oben und gehen auf die minus 58. Oh!
Guck mal, unten rechts. Ein Skelett. Also hier scheint auf jeden Fall was Größeres zu sein. Hier scheint eine größere Höhle zu sein. Nur das Problem ist, die Höhle könnte rein theoretisch 20 Blöcke über mir sein. Die könnte 20 Blöcke in einer anderen Richtung sein. Ich glaube aber, sie muss auf jeden Fall über uns sein. Wie ich das dann genau hinbekommen möchte, gegen so ein Skelett auch übrigens zu kämpfen, auch erstmal schwierig. Da müssen wir uns auf jeden Fall auch was einfallen lassen. Machbar ist es auf jeden Fall. Wenn ich übrigens von einem Skelett oder Zombie minimal kurzen Schaden bekomme und kurz nach oben fliege, auf einer höheren Koordinate sozusagen war, und dann wieder nach unten falle, ist das, by the way, noch erlaubt. Das ist noch legitim. Denn das sind Sachen, die teilweise nicht so wirklich vermeidbar sind. Und ich glaube, dass das eine faire Lösung auf jeden Fall dafür ist, dass ich jetzt aber in der Extremvariante hier ohne Holz am Anfang auch starte. Alright, wir gehen, glaube ich, hoffentlich dem richtigen Weg nach. Und gehen weiter nach oben. Minus 57. Und gucken mal, was hier von oben noch so kommen kann. Da ist ein Enderman und den habe ich ganz deutlich gehört. Ihr könnt ja mal gerne in die YouTube-Kommentare schreiben, was ihr vermutet. Wie viele Minuten oder Stunden werden am Ende auf dem Timer hier stehen, bis ich halt das allererste Mal Holz hier im Inventar habe? Beziehungsweise, was wird das erste Item in meinem Inventar sein? Gravel? Irgendeinen Mob-Drop? Minus 55, liebes Tagebuch. Diese Fledermaus ist so nah an mir. Ohne Mist, die ist also in Umkreis 5 bis 10 Blöcke. Ich glaube, der große Erfolg kommt jetzt hier auf der minus 52. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist zu jeder Höhe schon mittlerweile gesagt, oder? Diese... Zeit zu wissen ist sehr ernüchternd, Leute. Das sind 3 Blöcke, die nicht durch meine Hand abgebaut wurden. Das könnte eventuell ein Eingang in die Höhle sein. Und wir sehen einen neuen Block. Wir sehen Tuff. Wie angenehm, wie abwechslungsreich. Wir bekommen jetzt auch einen besseren Überblick in die Höhle. Aber guck mal, das ist so eine Höhle, die da auf jeden Fall schon mal in eine Sackgasse geht. Dann geht es nur noch nach da oben. Eigentlich würde ich mir für den Anfang nur Zombies wünschen. Zombies werden uns Essen geben. Kartoffel, Karotte, wow. Eisen-Ingot. Also, ne, ihr versteht so ein bisschen, das sind schon echt Luxussachen, die wir bekommen können. Ich glaube, ich muss mir hier einen Sicherheitsgang bauen, dass die Skelette rein theoretisch hier nicht in meinen Gang kommen können. Das heißt, ich kappe hier mal direkt den Weg ab, dass die hier nicht durchkommen. Und ich jetzt auch nicht, natürlich jetzt vielleicht ein bisschen doof, denkt ihr. Aber wenn hier ein Skelett jetzt mich entdeckt, langläuft, habe ich ein großes Problem. Wir bauen uns jetzt mal ganz kurz in die Richtung der Monster und hoffen, dass da was kommt. Da ist sie, die Fledermaus. Dich habe ich die ganze Zeit dort hinten gehört. Ohne Probleme sollte ich hier mein allererstes Item bekommen. Das wird jetzt entweder eine Enderperle oder ein Gravelblock. Und Gravel ist eine Menge wert. Mit Gravel kann ich nämlich jederzeit hier auch meine Gänge zubauen. Und es ist halt ein Block, den ich mit der Hand abbauen kann und immer wieder verwenden kann. Ja, bei einem Skelett, das Ding kriegen, also den Kollegen kriegen wir jetzt auch direkt down. Knochen, Pfeile, Bogen. Schon vor alle 3 Sachen. Aber ich glaube, das sind jetzt alles Sachen, die auch Essen verbrauchen könnten. 2 Knochen, 2 Pfeile. Wow. Also das sind die ersten Items. Das erste Achievement. 2 Knochen sind 6 Bone Meal. Also das ist wirklich super guter Loot. Leider keine Enderperle. Ich hoffe gerade eigentlich, dass hier nochmal... Oh ja. Ein weiteres Monster rumkommt. Easy going. Skelett. Trotzdem wäre es mir lieber, wenn hier Zombies spawnen würden. Und das bringt mich zur nächsten Idee. Wir werden jetzt wirklich den Plan Monster Farm umsetzen und bauen uns jetzt hier in die Wand hinein. So 20, 30 Blöcke und werden immer wieder den Chunk resetten, hin und her laufen und dann hoffentlich immer wieder neue Monster hier sehen, die dann mit uns fighten werden. Beziehungsweise sie mir dann immer wieder Monster, immer wieder Sachen droppen. Wieder 2-2 Drop. Oh, perfekto! Skelett Nummer 3. Oh mein Gott. Ein Pfeil, ein Knochen. Und oh mein Gott! Nen 229er Bogen. Zombie, hier. Ist das gut, dass ich einen Gravelblock habe? Wie kamst du denn da lang? Okay, wir müssen eventuell unseren Super-Duper-Gang nochmal ein bisschen überarbeiten. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir unser allererstes Essen bekommen werden. Also wenn du jetzt direkt Kartoffel oder Karotte droppst. Wow. Ich rede jetzt eigentlich nur über Rotten Flesh, mit dem ich auch schon sehr zufrieden bin. Bitte kein Flint. Sehr gut. Erstes Essen, das nächste Skelett.
Sehr, sehr gut. Und damit gibt es wahrscheinlich die nächsten weiteren starken Items. Also, stark hält sich an den Grenzen. Back-to-back ein Bogen. Ein Pfeil. Wir hatten einfach einen vervollständigten Bogen. Und ich möchte diese aktuell sehr, sehr gute Situation hier eigentlich auch direkt weiter ausnutzen. Das heißt, lass uns vielleicht versuchen, nochmal den einen oder anderen Zombie ranzuholen. Und dann kümmern wir uns irgendwann mal darum, weiter nach oben zu gehen. Aber erstmal kosten wir das hier weiter aus. Es wird übrigens so sein, während wir jetzt hier unseren Gang noch ausbauen. Im Nether zählt die Koordinate halt nur für den Nether. Das bedeutet, wenn ich in den Nether gehe, dort im Nether auf Höhe 40 bin, dann aus dem Nether rausgehe und dann zurück hier auf Höhe minus 52 bin, dann sterbe ich nicht, weil für jede Dimension zählt die Höhe nochmal neu. Es ist halt nicht möglich, weil im Nether ist minus 52 nicht mal existent. Deswegen müssen wir auf jeden Fall hoffen, dass wir im Nether auch sehr tiefe Koordinaten bekommen. Wenn wir das nicht haben, haben wir ein großes Problem, weil wir dann halt irgendwie gucken müssen, dass wir Blaze Rods auf Höhe 80 oder auf Höhe 90 bekommen. Das könnte problematisch werden. Können Mineshafts überhaupt so tief generieren? Eher unwahrscheinlich. Wow, das ist jetzt auch eine interessante Begegnung. Ich würde ja sagen, ich habe leider die falsche Spitzhacke, um dich abzubauen, aber ich hab nicht mal eine Spitzhacke. Ich habe nichts. Sich jetzt vorzunehmen, den irgendwann später abzubauen, wird nicht drin sein. Ich werde hier auf der Höhe keine Eisenspitzhacke bekommen. Tut wirklich schon weh, aber es sind rein theoretisch ja sogar noch welche hier. Oh, der Gang, der eigentlich dafür da war, dass hier Monster spawnen, hat jetzt dafür gesorgt, dass jetzt hier hinten welche gespawnt sind. Kollege, Kartoffel, Karotte, Kartoffel, Karotte, Kartoffel, Karotte. Oder auch sehr, sehr gerne Rotten Flesh. Und gar nichts. Ey, es ist halt unfassbar riskant, in eine Höhle zu gehen. Aber Leute, ich sag euch ehrlich, ich glaube, ich löse unsere Situation, also unsere vermeintlich nice Monsterfarm hier auf. Wir haben ja immerhin ein bisschen Equipment rangeholt. Und wir gehen auf vielleicht sogar gleich die 40er. Minus 51 und minus 50. Boah, minus 49. Das geht mir langsam in eine etwas zu hohe Richtung. Boah, da vorne haben wir einfach sogar schon Eisen. Ich baue mich, glaube ich, hier durch. Dann bin ich erstmal auf der sicheren Seite. Und vielleicht haben wir dort hinten ja eine größere Höhle, die dann groß dort hinten weitergeht. Eher wahrscheinlich nicht. Aber dann haben wir uns das Ganze auf jeden Fall angeguckt. Oh mein Gott! Irgendwo muss der Enderman ja seine Gravelblöcke hergehabt haben. Und ich glaube, dass wenn wir diese Gravelblöcke jetzt hier abbauen, kommen wir bestimmt auch bei der Höhle raus. Sehr, 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 sehr gut. Also das hier nehme ich ja mal sowas von überall. Also das nehme ich ja komplett mit. Flint, ja, ist auch gut. Da unten wäre Lava. Mehr ist hier aber nicht. Aber allein nur für das Flint hat sich das gelohnt. Noch nie habe ich mich so sehr über Gravel gefreut. Kann man eventuell verstehen, nachdem ich halt fast 2 Stunden nur Deepset abgebaut habe. Ist das tatsächlich eine luxuriöse und sehr, sehr spaßige Beschäftigung. Und das ist jetzt zum Beispiel einer der Punkte, wenn ich mal 2 Blöcke niedriger gewesen wäre, hätte ich jetzt hier viel, viel mehr Gravel noch mitnehmen können. 41 Gravelblöcke, viel mehr kriege ich jetzt hier nicht raus. Wir müssen das jetzt erstmal wieder in eine Richtung bauen mit der Hand und hoffen. Würde dafür aber eine Richtung nehmen, die sich auf jeden Fall vom Spawn schon mal entfernt, denn wir müssen mindestens 1400 Blöcke entfernt sein vom Spawnpunkt, um einen Stronghold zu finden. Ja, die große Mission. Nach 2 Stunden sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, bei minus 49. Ich fühle mich hier erstmal wohl. Und ich glaube, wir werden auf Deepset uns weiter mit der Hand durchbauen. Ich sage euch ehrlich, aus meiner Erfahrung aus den letzten Jahren Minecraft, wir werden, wenn wir jetzt nach oben gehen auf Höhe 15, sehr, sehr, sehr großes Risiko spielen. Weil wir werden kaum Strongholds auf dieser Höhe finden. Wir müssen wahrscheinlich die gesamte Challenge auf Deep Slate Level bleiben. Eine sehr interessante Sache, die ich jetzt nach 3 Stunden erfahren habe. Seit der Minecraft-Version 1.16 funktioniert das nicht mehr, dass wir Mineshafts-Sounds hören werden. Das heißt, Minecart-Rolls können wir uns erstmal so abschminken. Macht das Ganze noch einmal ein bisschen schwieriger und komplexer. Das ist sehr schön, denn wenn ich hier die ganze Zeit abbaue, haben wir auf jeden Fall eine Menge Zeit, um solche Themen hier ein bisschen zu reden im Stream. Dann eher Hoffnung Höhle finden. Oh, 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 oh.
Wir haben einen eventuellen Durchbruch. Ich bin ja immer noch hier am Abbauen, fleißig. Ich höre eine Fledermaus auf der rechten Seite. Wir gehen weiter nach oben, und zwar auf die minus 48. Wir gehen in Richtung Fledermaus. Da ist sie wieder, die Fledermaus. Sie ist hier irgendwo. Irgendwo hier ist eine Fledermaus. Und ich werde sie finden. Sie wird sich in einer Höhle befinden. Wir werden sie finden. Oh mein Gott. Wir haben unsere erste Hungerkeule verloren. Nach 3,5 Stunden. Nicht einmal Schaden genommen. Nicht einmal gesprintet. Jetzt passiert es. Okay, wir gehen auf die minus 45. Nein, ich will einfach nur die Fledermaus, ne? Guckt euch mal an, was ich hier grabe. Wir gehen auf die minus 44. Hä? Also mal ganz kurz, dieser Zombie ist doch unfassbar nah. Gravel, let's go. Viele neue weitere Blöcke und eventuell gleich mal ein Durchbruch. Also jede Dimension für sich. Oh mein Gott, wir haben etwas gefunden. Etwas Neues und zwar Lava. Die Lava ist aber, glaube ich, aktuell auf einer Höhe, die eigentlich, glaube ich, sogar sehr gut ist. Was kommt denn hier hinter? 4,5 Stunden, das allererste Mal, dass wir Lava sehen und eventuell ist diese Lava ein Teil einer größeren Höhlenkonstruktion, die uns vielleicht Aussicht auf bessere Zeiten verspricht. Das ist sogar nicht mal ein Lavasee. Das ist eine einzelne Lavaquelle und wir haben eine Höhle. Da ist sogar Wasser. Und wir gucken mal, ob wir hier an den ein oder anderen Zombie rankommen könnten. Doppelzombie. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Wir haben die doppelte Möglichkeit, eventuell an eine Kartoffel, eine Karotte ranzukommen. Wow, das wäre sehr stark. Denn damit haben wir echt eine gute Essensquelle, die wir irgendwann mit einem Dirt oder einer Hake dann anbauen könnten. So, der Kollege hat jetzt auch mitbekommen, hey, hier bekommt sein Kollege Stress. Und die beiden können wir jetzt erstmal hier ein bisschen mitnehmen. Wir werden auf jeden Fall irgendetwas droppen. Und auch wenn es am Ende nur Rotten Flesh ist, ist das sehr, sehr gut. Okay, ich glaube, dass das eine eher schlechtere Ausbeute ist. Ein Rotten Flesh ist echt schwach. Ja, aber dafür haben wir jetzt hier wieder einen Höhlenkomplex. Aber das sind halt nicht die Höhlen, die ich mir so wünsche. Und wir haben eine weitere halbe Hungerkeule verloren. Oh mein Gott. Da muss ja Wasser sein. Das heißt, da über mir ist ja irgendetwas. Vielleicht nur ein kleines Wasserbecken, aber vielleicht auch eine größere neue Höhle oder so. So, wir bauen mal ganz kurz den Block ab und lassen mal das Wasser hier runterfließen. Aber allzu viel kann ich jetzt dadurch auch nicht, also nicht daraus erkennen. Mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant und ich würde einfach sagen, es sieht mir jetzt nicht gerade nach der riesigen Höhle aus. Deswegen gehen wir erstmal weiter. Oh, ich glaube, wir sind hier auf etwas Neues gestoßen. Auf sehr simplen Weg. Ich habe nur eine Fledermaus wieder gehört, habe mich nach rechts gegraben und wir sind hier auf eine Höhle gestoßen. Genau, Fledermaus. Oh, mal was Neues. Das ist eine tolle neue Höhle. Ihr merkt so, höhlenmäßig läuft es echt in eine interessante Richtung. Oh, eine weitere Höhle. Es sieht hier nach einer sehr kleinen Höhle aus. Mal ein Skelett töten. Alright, was hast du im Angebot? Ein paar Knochen. Oh mein Gott. Zwei weitere Knochen. Okay, wir können aber jetzt hier mal eine Höhle ein bisschen erkunden. Aber ich sag euch ehrlich, das sieht mir nach einer Sackgasse aus. Leider. Schade, schade. Das wäre es gewesen, wenn es halt jetzt dort in die Richtung irgendwie so abdriftet, dann siehst du dort eine richtig große Höhle oder so. Wow. Oh, wir hören Lava. Ja, 6,5 Stunden. Wir hören Lava. Glaubt mir, ist das hinter mir ein unfassbar langer Gang. Wir geben nicht auf. Mal gucken, ob da was kommt. Oh mein, nein, 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 nein. Bro, das ist einer. Da, wir haben einen Mineshaft. Hä? Wir haben einen Mineshaft auf Höhe minus 40. Wir haben uns nach 6,5 Stunden in einen Mineshaft gegraben. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das so reinkracht. Bro. Ich habe Holz. In der Challenge
Vor Jahren haben wir uns am Anfang Holz direkt gegeben. Hatten sofort Spitzhacken. Und wir sind jetzt nach 6,5 Stunden an sich erst auf dem gleichen Level. Oh mein Gott. Das hätte rein theoretisch noch 20, 30, 40 Stunden dauern können, bis wir so ein Glück haben. Jetzt heißt das Holz holen, Holzspitzhacke, Steinspitzhacke und wir können in diesem Gang sogar die von uns vorhin gefundenen Diamanten mit Eisen abbauen. Das könnten so langsam die letzten Deep Slate Blöcke sein, die wir mit der Hand abbauen müssen nach 6,5 Stunden. Oh mein Gott, aber guck mal, man sieht es da hinten ganz leicht. Da kommt noch so viel mehr Holz. Ja, dann werden wir uns halt logischerweise gleich eine Holzspitzhacke machen. Nach der Holzspitzhacke machen wir uns eine Steinspitzhacke. Und mit der Steinspitzhacke machen wir uns halt auch eine Eisenspitzhacke. Und dann gibt es eine Diaspitzhacke. Und das wird richtig, richtig gut tun. Wir müssen uns aber dringend eigentlich auch um eine Menge Essen kümmern. Das heißt eigentlich für uns, mit dem Eisen für einen Eimer, können wir uns natürlich auch nochmal Wasser holen und machen eine kleine Angelaktion. Ich glaube, das müssten wir auch auf jeden Fall machen. Und mit dem Holz von diesem Bogen, oh mein Gott, geht das schnell abzubauen, kriegen wir auf jeden Fall unsere allererste Spitzhacke. Wow. Ein glorreicher Moment. Ein absolut besonderer und schöner Moment. Bumm, bumm, bumm. Eine Spitzhacke. Wir haben sie nach fast 7 Stunden. Unsere allererste Spitzhacke. Genießt ganz kurz das hier. Es ist ehrlich gesagt nicht so schnell, aber es fühlt sich so unfassbar gut an. Oh mein Gott. Und wir können direkt damit das machen. Jetzt genießt mal. Oh mein Gott. Wir müssen unbedingt jetzt hier im Mineshaft noch weiter auf Eisen hoffen. Aber eh gar kein Problem. Wir werden uns darum kümmern, noch auf nebenbei weiter Holz einzusammeln. Und vielleicht haben wir ja gleich auch ein Minecart mit den ein oder anderen sehr, sehr nützlichen Sachen. Da könnte auch direkt eine Eisenspitzhacke spawnen. Wir könnten rein theoretisch auch Samen verschiedenster Art finden. Und dann würde es uns, nur dann würde es uns noch an Dirt mangeln. Wir machen uns jetzt auch als reine Verteidigungswaffe auch mal eine Axt. Oh mein Gott, da hinten ist ein Minecart. Oh mein Gott, dieses Minecart möchte ich mir so gönnen. Oh mein Gott, es wird immer besser. Das ist ja wie ein Geburtstag. Was haben wir in diesem Minecart? 3, 2, 1. Rote Beetesamen. Ja, das ist Essensversorgung für immer, wenn wir Dirt haben. Noch ein paar Maschinen, Fackeln und einen Name-Tag. Ja, okay. Ja, ist okay. Essen. Rote Beetesamen. Ist gut. Wir schnappen uns jetzt das gesamte Holz hier in diesem Mineshaft und hoffen, dass wir auf jeden Fall mal ein bisschen Eisen holen können. Ja, direkt mal den ersten String. Nee, sogar zwei. Das ist direkt eine Angel. Essen sollte damit erstmal kein Problem sein. Und Schaden haben wir bis jetzt ja auch immer noch nicht bekommen. Muss man auch mal ganz kurz erwähnen. In 7 Stunden haben wir nicht ein einziges Mal Schaden genommen. Wir machen uns auf jeden Fall auch ein Schwert und auch eine neue frische Spitzhacke. Und schnappen uns jetzt hier auch die Strings. Also jetzt beginnt halt der wirkliche Part dieser Challenge. Denn unsere Ressourcen werden sich jetzt halt schlagartig viel, viel schneller verbessern. Oh mein Gott. Guckt euch das mal an. Das ist halt sowas, was ich meinte, was ich unbedingt finden wollte. Wobei ja bei Essen ehrlich gesagt auch kein aktives Problem mehr ist. Aber ich gucke mir das trotzdem mal ganz gerne an. Alter, geht der Mindshift weit. Man kann überhaupt nicht gut gucken. Ich sehe aber auf jeden Fall 2 Skelette. Aber ich sage euch ehrlich, ich mache jetzt mal eine Sache. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück in unseren Gang. Ich habe schon mal Eisen gefunden und das muss auf Höhe minus 44 gewesen sein. Wo war das genau? Hier lang. Ah, ja, yep. Der Maulwurf findet sich in seinem Labyrinth zurecht. Hier sind nämlich auch nochmal Dias. Aber wo war das Eisen? Hier ist das Eisen. Jetzt müssen wir halt nur hoffen, dass das auch mindestens ein Dreiervorkommen ist, aber es ist nur eins. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich kann aktuell nicht weiter nach oben, weil ich habe hier so viele Diamantvorkommen, die ich ja ungern zurücklassen möchte. Das heißt, ich gehe jetzt wirklich auf Höhe minus 44 Eisenfarmen. So, wir haben Koordinaten gefunden.
von Eisen, das wir vor Stunden gefunden haben, ja, die werde ich tatsächlich nicht mehr brauchen, denn wir haben super seltenes Eisen auf Höhe minus 44 gefunden. Bitte mehr als eins. Oh. Das ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott, es ist Zeit für eine Eisenspitzhacke. Oh mein Gott, danke. Alright, das bedeutet für uns, wir machen unseren allerersten Ofen. Und smelten uns mal das Eisen hier durch, nehmen dafür unsere extra mitgebrachten Zäune. Und dann werden wir gleich mal richtig stabil Diamanten farmen. Let's go. Eisenspitzhacke, isn't it? Iron Pick. Damit gönnen wir uns erstmal schön unsere Diamanten. Boah, eine 8 Wayne. 8 Dias schmecken. Damit kann man sich eine Menge machen. Unter anderem auch mal eine Diaspitzhacke. Auch nochmal 3 Stück. Sogar 4 für das Konto. Wir sind bei 12 Diamanten. Super gut. Das ist auf jeden Fall eine Diaspitzhacke, die wir machen werden. Aber jetzt könnte ich rein theoretisch auch mit einem besseren Gewissen nach oben gehen. Also meine Y-Koordinate tatsächlich jetzt wieder ein wenig erhöhen. Denn gerade diese Höhle hier macht dafür auch eigentlich gut Hoffnung, das eigentlich auf jeden Fall zu machen. Oh mein Gott, dieser Mineshaft ist zu gut zu mir. Es geht jetzt aktuell in so großen Schritten voran. Da vorne ist sogar ein Spawner. Leider mit Cave Spiders. Ah, den möchte ich jetzt nicht unbedingt begegnen. Also wir können uns eigentlich auch sogar weiterhin auf der minus 44 sogar wirklich gut hier noch bewegen in der Höhle. Sehe aktuell keinen Grund, nach oben zu gehen. Wobei das Eisen doch schon verlockend ist. Das allererste Mal, dass wir Schaden genommen haben. Aber alles unter Kontrolle. Nach 8 Stunden darf das ruhig passieren. Glücklicherweise sind wir auch nicht allzu hoch geflogen. Gold haben wir auch. Auch richtig gut für den Nether. Vielleicht Goldschuhe. Auch unfassbar gut, damit uns Piglins erstmal in Ruhe lassen. Ein Gegner erstmal weniger. Und ich würde sagen, Holz werden wir für den gesamten restlichen Run genügend haben. Boah, das ist Statement. Das ist wirklich jetzt eine sehr, sehr, sehr angenehme Position und Situation, in der wir uns befinden. Ja, während wir überlegen, was wir jetzt als nächstes machen oder auf welche Höhe wir gehen, machen wir uns erstmal das riesige Upgrade. Oh. Oh ja, das tut sehr, sehr gut. Die Diamantspitzhacke. I like it. Eine Diamantspitzhacke hält halt auch nicht für immer. Wir gehen nach oben. Wir gehen weiter nach oben. Wir gehen nur mal ein paar Blöcke nach oben. Es muss sich ein bisschen was verändern. Minus 44 ist noch sehr, sehr tief. Aber ein bisschen Hoffnung habe ich, dass wir auf diesen Koordinaten vielleicht ein bisschen mehr finden. Da ist ein Cave-Spider-Spawner. Wir müssen ganz doll aufpassen. Boah, aber bis ich zu diesem Eisen zum Beispiel kommen kann, da muss ich ja nochmal deutlich, deutlich weiter nach oben. Ich meine, machen wir eine runde Sache draus und bewegen uns mal auf die minus 40. Ist eine schönere Zahl. Und wir gucken mal, ob wir jetzt hier im Gang, weil eben hier schon eine Menge auch freigebaut ist, vielleicht finden wir hier ja direkt auch nochmal ein bisschen Eisen. Ich denke mal, wir werden so oder so noch eine größere Angelsession machen, weil unser Hauptnahrungsmittel wird hier tatsächlich Fisch sein. Einmal Eisen. Es ist auf dieser Höhe halt sehr, sehr selten. Das muss man sagen, aber nicht unmöglich. Und eigentlich ist es auch sehr, sehr clever, dass wir jetzt hier in eine Mineshaft uns gerade bewegen. Denn in eine Mineshaft haben wir halt hier schon eine Menge Gänge eben freigegraben und die Möglichkeit ist halt weitaus höher, hier direkt exposed Eisen Ores zu sehen. Okay, aber sehr, sehr gut, dass wir hier auf der Höhe auch schon direkt ein Wasser gefunden haben. Das können wir natürlich dann direkt auch in unseren Eimer packen. Das brauchen wir halt auch. Und wir finden natürlich mal Diamanten wieder. Ja, das ist halt sehr, sehr gut, hier eine große Höhle zu haben. In der man... Ey, jetzt ist da Eisen so tief. Oh, aber das Eisen, das ist auf unserer Höhe, da kommen wir ran. Oh, da ist auch Eisen. Oh mein Gott, okay, perfekto, perfekto. Ich muss jetzt nicht hier alles abbauen, wie in einem Strip-Mine-Gang, um zu checken, okay, könnte da was kommen. Sondern ich weiß halt, weil ich sehe, dass hier halt zu 100% schon etwas ist. Und dementsprechend haben wir jetzt unsere 3 Eisen zusammen. Sogar noch ein bisschen mehr, oh... Auf Vorrat und so haben wir jetzt ordentlich Eisen. Und können uns auf jeden Fall den Eimer machen, den wir natürlich brauchen, um unter anderem in den Nether zu kommen, unser Portal zu gießen oder halt zum Beispiel einen Lavasee zu Obsidian zu machen. Dann einmal so. Jop. Und dann, wir gönnen uns auch auf jeden Fall einen Schild. Etwas für die Offhand. Basti gönnt sich. Ich glaube, das ist schon sinnvoll. Ein schickes Dia-Schwert. Und hieraus machen wir uns auf jeden Fall Rüstung. Da bleiben wir aber auf jeden Fall erstmal nur bei den Schuhen. Und falls die irgendwann kaputt gehen, dann könnte ich mir mit dem restlichen Gold nochmal ein zweites Paar Schuhe machen. Kann denn hier drauf
Seegras wachsen? Oh mein Gott, natürlich kann darauf Seegras wachsen. Wir haben Wasser. Gravel, Bone Meal und irgendwie eine Wasserquelle. Das gibt uns halt eben Wasser. Und dementsprechend haben wir jetzt unseren Wassereimer. Sehr, 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 sehr gut. Dadurch, dass wir mittlerweile Wasser haben und wir jetzt halt nach einem Lavasee suchen, können wir in diese Position gehen. Sind weiterhin auf minus 40, keine Angst. Und bauen jetzt die Hälfte der Blöcke nur noch ab. Muss aber dazu sagen, Lavaseen sind hier auf jeden Fall häufiger auf der Höhe als jetzt beispielsweise Eisen. Und zeitgleich werden wir wahrscheinlich nochmal ein paar Diamanten finden, was auch sehr gut ist. Und wir bewegen uns auch nochmal weiter in Richtung eines vielleicht bald gegebenen Strongholds. Ja, das Gold können wir dann auch nochmal mitnehmen. Oh, wir werden uns eine stabile Goldrüstung auf jeden Fall machen können. Ja, das sieht leider wieder aus nach einem Einzelner, nach einer einzelnen Lavaquelle. Ja, okay, okay, okay. Der Lavasee, der lässt leider auf sich warten. Kann auch schon früher sein. Oh! Leute. Ich glaube, wir haben genau das gefunden, was ich wollte. Einen Lavasee. Einen sogar sehr perfekten, also einen perfekten Lavasee. Mit dem wir nämlich sehr, sehr gut arbeiten können. Auf jeden Fall super viel Obsidian wird jetzt mitgenommen. Oh mein Gott, das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr stabiler Erfolg. Wir nehmen auf jeden Fall, ja, 10 Stück mit für einmal ein Portal so machen. Für einen Enchanter könnte auch nochmal praktisch sein, wobei es problematisch werden kann, wie wir an ein Buch kommen. Und was wir jetzt machen werden, nachdem wir uns halt eh schon super viele Stunden überall lang bewegt haben. Wie soll es auch anders sein? Ausdauer wird bei mir groß geschrieben. Wir kümmern uns jetzt um Essen. Wir brauchen eine Menge Essen, bevor wir in den Nether gehen. Mit 7 Rotten Flesh gehe ich da nicht rein. Und die beste Methode, für mich momentan an Essen zu kommen, die seht ihr hier. Relativ simpel. Relativ entspannt. Wir können uns aber auch gleich nochmal ein bisschen ein größeres Becken machen, damit es ein bisschen angenehmer ist, zu angeln. Mmh. Der erste Fisch. Let's go. Okay, dadurch, dass wir jetzt hier in der Schwimmposition sind und es komplett schrecklich gefährlich aussieht, sind wir aber in der Lage, uns hier darum zu kümmern, einen größeren Swimmingpool zu machen, in dem wir im besten Falle auch nicht fallen. Lol. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Nee, aber wir auf jeden Fall in der Lage sind, Schätze auch unter anderem zu angeln. Wäre sehr cool, wenn wir halt beispielsweise einen OP-Bogen mit Infinity oder so bekommen. Ein Traum. Wunderbar. Und wenn wir jetzt immer wieder darauf achten, dass der Kollege auch schön in der Mitte mal liegt, dann sollten wir auf jeden Fall in der Lage sein, auch Schätze zu angeln. Let's go! Improvement! Und rein theoretisch könnten wir jetzt auch damit bessere Angeln ranholen. Luck of the Sea 3, Lure 3. Und ich meine, das sieht doch chillig aus. Das Erste, was der Fisch sieht, wenn er spawnt. Jawohl! Oh mein Gott, es funktioniert. Wir mussten noch ein bisschen mehr updaten. Aber wo ist er? Mein Bogen? Da ist er. Wir sind hier fleißig am Angeln und haben jetzt unseren Power 4 Bogen. Es funktioniert aber auf jeden Fall. Wir bekommen Schätze ran. I like. Ja, damit machen wir weiter. Ich will nämlich noch ein bisschen mehr Essen haben. Alright, Angel kaputt. Wir machen erstmal noch weiter. Ich will auf jeden Fall sicherheitshalber genügend Essen haben. Das ist jetzt aber der einzige Schatz, den wir haben. Mal gucken, was noch so kommt. Excuse-moi. Ein zweiter, vielleicht overpowerter Bogen. Infinity wäre der größte Wunsch. Ich bin hier seit 11 Stunden. Ich weiß nicht, wie lange wir schon angeln. Aber Bro, Infinity wäre so krass. Das ist so schlecht. Jetzt hat die große Frage, bleibe ich jetzt hier so lange liegen, bis ich einen Infinity-Bogen geangelt habe? Weil wert wäre es das auf jeden Fall. Oder, also eigentlich jetzt mal Real Talk. Mit 10 Pfeilen im Nether, ich kann nicht wirklich viel machen. Das Einzige, was damit eigentlich nur passiert. Oh, ein weiterer Schatz, ein Sattel. Werden wir bestimmt benutzen. Oh, der nächste Schatz. Ja, leider nicht wirklich das, was wir brauchen. Kein Luck of the Sea. Alter, ich hab mich Ritter gerade erschrocken. Ja, wäre langsam cool, wenn jetzt also zumindest mal eine neue Angel oder so kommt mit Mending. Lol. Haha.
Das ist ein Schatz. Das heißt, es funktioniert. Aber nur brauchen wir halt keine Name-Tags. Dieses Game... Bitte. Mending Luck of the Sea. Echt nicht so gut. Okay, Buch! Oh mein Gott, nein. Ja, es ist Norex da. Lasst euch nicht wundern. Wir haben... Hallo, hallo, ich bin da. Quick Charge 1, Protection 3. Aber wir können damit jetzt einen Enchanter machen. Wir haben einfach... Bro, ich kann es disenchanten und wir haben Enchanter. Wobei, ich habe keinen Enchanter. Wir haben keinen Cleanstone. Wir brauchen Cleanstone. Aber ja, das ist schon mal ganz gut. Ich würde dich jetzt nicht besser gemacht. Stopp, neue Angel. Mending Unbreaking 3, Lure 2. Mit der kann ich auf jeden Fall schneller angeln. Das ist gut. Improvement. Und ja, Norex ist immer noch mit... Ja.